In unserer neuen Serie wollen wir Ihnen Reitstars einmal von einer anderen Seite vorstellen. Wir haben prominenten Reitern persönliche Fragen gestellt. Los geht es mit Kai Vorberg. Über meine Mutter. Meine ganze Familie war immer schon pferdeverrückt und da gab es überhaupt kein Drumherum. Anfangs wollte ich noch nicht, da habe ich mich mehr für Tennis interessiert, aber irgendwann haben die Dinge dann so den Lauf genommen. Sicher wie beim Pferdesport generell, das Erlebnis mit dem Lebewesenpferd, die Harmonie zu spüren, wenn ein Zusammenspiel perfekt klappt und die Kommunikation dabei mit dem Tier. Ja, Picasso zuallererst. Weil er mein Spitzenpferd ist und mir über die Jahre schon so viel geholfen hat und man schon so viel erlebt hat. Das schweißt schon unheimlich zusammen. Und direkt in dem gleichen Atemzug auch Bernstein, mein erstes Spitzenpferd von damals, wo ich viele Erfolge drauf feiern durfte, der mich oft auch mit Hilfe von guten Pferdenoten durch einige Wettkämpfe wirklich zuverlässig durchgetragen hat. Und natürlich Columbus, unseren Grand Seigneur, der 2006 auch in Rente geht und auf dem ich eigentlich so das Handwerk des Voltigierens gelernt habe. Im Pferdesport natürlich Rainer Klimke, hat mich als ganz kleines Kind noch geprägt. Im Voltigiersport Christoph Lensing, der auch mein Idol gewesen ist, wegen dem ich auch überhaupt erst angefangen habe. Und ansonsten ist natürlich für mich sind dann noch Markus Ening und Ludger Berbaum ganz vorne. Ich würde den Beruf Pferdewirt Schwerpunkt Voltigieren einführen. Pasta am Ende des Tages, Temperaturen über 30 Grad und sportliche Erfolgserlebnisse gepaart mit zwischenmenschlichem Glück. Einige. Es gibt sicherlich in vielen Bereichen Menschen, denen man versucht nachzueifern oder die man bewundert für etwas, was sie geleistet haben. Wenn ich wirklich eine Persönlichkeit herausheben müsste, dann würde ich mich, glaube ich, für Helmut Schmidt entscheiden. Warum? Jewel Kilcher. Das ist eine amerikanische Musikerin, also nicht Popstar, aber sie ist schon in Amerika sehr bekannt und hat hier auch einen oder anderen Song gemacht und gefällt mir sehr. Würde ich gern mehr zu erfahren, ja, wenn ich die Wahl hätte. Wenn Dinge nicht so laufen, wie ich das möchte, wenn ich mich vergewissert habe, dass ich Menschen vertraut habe und Menschen dieses Vertrauen enttäuschen und deswegen Dinge schief laufen und wenn Leute dieses Vertrauen ausnutzen. Ich glaube, ich bin manchmal ein bisschen pedantisch, ein bisschen zu genau und kann damit, glaube ich, schon teilweise meinen Mitmenschen ziemlich auf den Wecker fallen. Tiefgründiger Humor, vielleicht auch mit ein bisschen Hintergrund, aber manchmal auch ganz fürchterlich platte Dinge, muss ich ehrlich zugeben. Ganz, ganz platter Humor kann mich schon sehr zum Lachen bringen. Alles Denkbare ist auch machbar.